Zwei Stunden brauchte Peter Ramsauer für die Anreise aus seiner oberbayerischen Heimat nach Kirchdorf. Als er noch ein Kind war, habe man für diese Strecke mindestens 4 Stunden gebraucht. Grund für die Fahrt war der Neujahrsempfang des CSU-Kreisverbands Regen. Der Minister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung folgte einer besonderen Einladung. Weil mich mein Kollege und Freund Ernst Hinzken eingeladen hat, hierher zu kommen, und auch mein alter politischer Wegbegleiter, Staatsminister Brunner. Wir sind ja alle mehr oder weniger auch nicht nur befreundet, sondern in der politischen Arbeit aufeinander angewiesen. Und gerade am Jahresanfang für solche Neujahrsempfänge fährt man gerne durchs Land und unterhält sich mit den Leuten. Der volle Saal zeigte das rege Interesse an dem Ehrengast. Bei seiner Rede betonte er, dass er den ländlichen Raum auch weiterhin fördern will. Eine Änderung der Baubestimmungen in seinem Ministerium soll beispielsweise den einheimischen Landwirten zugutekommen. Dadurch soll in etwa eine Bebauung von Randgebieten künftig erleichtert werden. Zudem soll es höhere Entschädigungen für landwirtschaftliche Nutzflächen beim Freileitungstrassenbau geben. Die Verkehrsanbindung des ländlichen Raums ist außerdem ein Kernthema. Denn eine ordentliche Infrastruktur sei die Lebensader der Region, so Ramsauer. Wenn man vergleicht, wo der Bayerische Wald vor 20, 30 Jahren stand, wo er heute steht, dann ist es um Lichtjahre und ganze Dimensionen besser geworden. Wenn ich hier durchfahre, stelle ich fest, dass die Bundesstraßen insgesamt ordentlich ausgebaut sind. Aber natürlich ist noch viel zu tun an den Bundesstraßen. Hier durch den Bayerischen Wald arbeiten wir mit Hochdruck, mit Ortsumfahrung, mit dreistreifigen Ausbau, mit den Anbindungen an die Autobahn. Die A3 selbst bauen wir zwischen Regensburg und Passau Stück für Stück weiter aus, richten sie her. Also da ist eine ganze Menge im Gang. Und ich habe ja einen Staatssekretär aus unmittelbarer Nähe, den Andi Scheuer aus Passau, der Nachbar hier unmittelbar vom Bayerischen Wald, den ich beauftragt habe, aber das weiß er auch selbst, alle Belange des Bayerischen Waldes mit Akribie wahrzunehmen, nicht nur des Bayerischen Waldes, sondern von ganz Niederbayern. Helmut Brunner nahm den Neujahrsempfang zum Anlass, auch auf das vergangene Jahr zu blicken. Bereits am 18. Februar mussten wir 3 Tote des Standortes Regen bei ihrem Auslandseinsatz in Afghanistan beklagen. Das war also, denke ich, schon erschütternd. Und dann der 17. August, als sich unser Landrat das Leben nahm. Das hat natürlich auch Einschnitte im Landkreis und in der CSU gegeben. Für das bevorstehende Jahr 2012 nannte er folgende Ziele: die Weichen für die Donauwald- und Moldau-Donau-Region stellen und die energieautarke Innovations- und Bildungsregion Bayerischer Wald auf den Weg bringen. Und mir ganz persönlich ist es noch wichtig, dass unsere Gemeinden über den Kirchturm hinausdenken und die Angebote des Ministeriums für eine interkommunale Zusammenarbeit annehmen. Ich möchte mit besonders speziellen Zuschüssen auch diese Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus fördern und unterstützen. Das neue Jahr beginnt also bereits mit vielen Aufgaben. Wie es denn mit persönlichen Neujahrsvorsätzen bei Verkehrsminister Ramsauer aussieht, wollten wir noch wissen. Mit den guten Vorsätzen für jedes Jahr habe ich aufgehört. Ich habe mir seit Jahren eins vorgenommen, dass die Art und Weise zu handeln, die eigentlich immer ganz erfolgreich war, mit aller Konsequenz fortgesetzt wird. Und das mache ich auch in dem Jahr. Das neue Jahr fing für den CSU-Kreisverband Regen gleich aufregend an. Im Hinblick auf die Wahlen in der Region wird es ähnlich interessant weitergehen.